Hallo und willkommen zurück zu, ja, Brief Edge, einer weiteren Folge. Wir machen das Radio an. Und was ist das denn? Oh. Ach so. Das ist der Lichtschalter. Und die Klimaanlage, die scheint noch zu funktionieren. Das ist ja super. So, in der letzten Folge haben wir nicht viel erlebt. Und jetzt wieder spannende Musik. Dramaturgie. Ich kann es kaum fassen, wie spannend das noch ist. Warte mal, ich muss die Musik, glaube ich, ein wenig lauter machen. Damit man hier so ein bisschen, Dramaturgie erlebt auch. Ladies and Gentlemen, jetzt bald geht es los hier. In dieser Folge werden wir Abenteuer erleben. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Wir gehen in den Weltraum. So, und ja, die Frage, nehme ich zwei Sauerstofftanks dann beim nächsten Mal mit, um mal ein bisschen länger hier zu gucken? Können wir hier was tun? Sauerstoffballon. Was? Aufgeblasenes Kondom. Okay, was ist das hier? Nehme ich mit. Nehme ich mit. Da liegt noch was. Ja, Entschuldigung. Oh Gott. Okay. Haben wir untersucht? Ich weiß gar nicht, ob es... Würde es hier eine Art Map geben? Weil im Prinzip ist es ja in allen... Eigentlich in allen Richtungen, ne? Weil im Prinzip hast du ja in allen Richtungen, Himmelsrichtungen quasi Richtungen, also, ja, Richtungen, genau. Also ob es hier eine Map gibt, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. So, was haben wir denn da gerade aufgenommen? Was war denn das? Eine Schere, glaube ich. Okay. Und wir haben eine neue Blaupause. Ausrüstung. Sauerstoffballon. Aufgeblasen, glatt, schön wiederverwendbar. Universalzylinder verstärkt mit Isolierband. Eine wundersame Technikidee. Ausgeführt in warmen Kondomfarben. Wir brauchen dazu ein Kondom. Was wir haben? Dickes Isolierband. Gummi zweimal haben wir, glaube ich. Haben wir sogar mehrmals. Aber Kondom haben wir nur einmal. Haben wir noch ein anderes Lagersystem hier nicht, ne? Ich glaube, das ist der einzige Lagerbereich, den wir erstmal haben. Mit dem müssen wir erstmal liebäugeln. Das Einzige, was wir machen könnten... La 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 la. Wir müssen... Wo kriegen wir denn... Lass mal eben gucken, wo kriegen wir denn Kondome her? Ressourcen, sind die hier drin? Da, Kondom. Kondom. Kondome sind im Weltamt schon immer beliebt gewesen. Denn nach einem Glauben führt eine Schwangerschaft während des Fluges zu einem großen Schmerz im Arsch. Was? Daher könnten Kondome in den Taschen von Toten, in Frachtcontainern, auf Betten, Unterbetten, Schränken und allgemein überall gefunden werden. Position. Shuttle-Trümmer, Frachtcontainer, Leichen. Okay, via Hände können wir es auch aufnehmen. Und das Bild, Funnyball, Alter. Unterbetten? Können wir hier, weil das Bett so da markiert war? Nö, anscheinend nicht. Okay. Ich habe eine andere Musik gemacht. Gut, können wir den jetzt herstellen? Ah, dickes Isolierband brauchen wir noch. Können wir jetzt herstellen. Genau, wir haben jetzt zweimal Gummi. Ich glaube, ich mich entsinnen zu können, dass die Ballons, glaube ich, dafür waren, damit man die positionieren konnte. Wenn man längere Reisen hat für den Anfang. Ich glaube, ja. Sauerstoffreserve 25, genau. Der füllt einen nämlich auf. So, das heißt, ich würde jetzt erstmal Kondome farmen. Ich weiß nicht, warum ich das in der Kombination sage. Es ist mir auch ein Rätsel. Aber das heißt für uns... Soll ich... Wir haben ein paar Batterien, ne? Soll ich zwei Tanks herstellen? Können wir das überhaupt? Da fehlt uns Metall für. Wir brauchen ja sowieso Metall. Metall ist ja so diese allzweckmäßige Ressource, die wir hier auf jeden Fall brauchen. Okay. So, Metall nehmen wir erstmal mit. Wir farmen jetzt erstmal ein bisschen Metall.
Und dann gehen wir auf Reise. Die Kondomreise, okay. Wir haben ja noch einen handlichen Schaber, ist ja nicht. Wir haben ja extra ein mehr gemacht. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir auf jeden Fall, dass wir ja die Schaber immer in Reserve haben. Und wir müssen definitiv schauen, dass wir, ja, dass wir auf jeden Fall auch vorankommen. Ja, ich weiß, ist jetzt nicht so produktiv gerade, was wir treiben. Was ist hier mit den Kartons? Können wir da auch irgendwas machen mit? Nö, die schweben einfach nur so rum. Hier ist nochmal ein bisschen Metall. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel... ob das Spiel so programmiert ist, ob das nach einer Zeit dann Ressourcen wieder spawnen lässt im Weltraum. Ob die irgendwann auftauchen, das weiß ich halt nicht, wenn man drin ist im Schiff. Das weiß ich halt nicht. Bin auch sehr gespannt, wie das abläuft mit, hier ist immer noch dieser Mist von den Entwicklern, was wir gebaut haben in der, ich glaube in der ersten Folge oder zweiten Folge, glaube ich, war es. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Achso, ich weiß gar nicht, wie es ist, was wollte ich gesagt haben, mit dem Basenbau dann später, wie das vonstatten geht, da müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir ein bisschen Metall, was wollte ich gebaut haben? Ich weiß schon mehr, was ich bauen wollte. Achso, genau. Obwohl, wir haben noch zwei Kerzen. Würde ich jetzt ungern was verbrauchen, oder? So viele Plätze haben wir nicht, aber wir brauchen ja nur Kondome. Okay, komm, einen machen wir. Na komm. Wir können hier auch noch ein bisschen... Aber man kann das nicht umlagern. Das ist aber schade. Ich dachte, man kann das hier umplatzieren oder so. Oder geht das hier? Ach, das geht nicht. Okay. Na gut. Naja. Musik ist doch teilweise ein bisschen noch laut. Ne? Ich bin noch so ein bisschen... bin noch so ein bisschen am Schwanken mit der Musik immer. So, ich lass mal so. Und wir sollten mal eben schnell was essen und trinken. Dann haben wir das auf jeden Fall einmal voll. So, jetzt heißt es bei Leichen, Frachtcontainern etc. pp. Dann schauen wir doch mal. Hier sind ein paar Leichen. Hier ist Nahrung. Greifen. Heißt bei Leichen dann in der Nähe? Oder was ist das hier? Eine Batterie? Nehmen wir mit. Was hat der da in der Hand? Gummi? Das ist ein Radio. Ja, ja, ja. Ja, wir nehmen gleich Sauerstoff. Ein bisschen umgucken. Ich würde gleich da mal irgendwie so in die Nähe da zum Beispiel auch nochmal hineben. So, einmal aufgefüllt. Geht's weiter. Da ist Kabel. Nehmen wir mit. Hier oben auch. Hier sind Frachtcontainer. Nice. Was ist denn da passiert? Seems they were playing some brain cracking game. Was für ein Spiel haben die... Oh, hier ist eine Videospielkonsole. Bin ich Mortal... Was? Mortal Wombat Spielmodul. Na dann. Was haben die denn da in der Hand? Was ist das? Ein Extendo Gamepad. Hier auch. Oh, cool. Können wir was... Lol, großer Fernseher scannen. Ob wir das später spielen können? Ich bin gespannt. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir das nochmal machen. Bier. Dadurch, dass wir ja im Weltraum sind, ist ja alles hier so schwerelos und jedes Mal, wenn wir draufhauen, fliegt es mal weiter weg von uns. Wow. Ich hoffe, wir finden Kondome. Inventar ist voll. Jetzt habe ich die Flasche weggeworfen, ich Otto. Oh, Kondome, schwierig. Was ist das hier? Bier. Ich dachte, wir finden hier Kondome. Wir brauchen Kondome, Mann. Lautsprecher. Wir haben halt nicht viel Platz, ne? Ich glaube, ich werde gleich erstmal unser Lager ausmisten. Okay, alles klar. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das Lager auszumisten. Ich weiß nicht, ob die, ob tatsächlich diese ja, storyrelevanten Objekte oder halt um die Geschichte ein bisschen zusammenzutreiben, was hier passiert ist. Ob die wichtig sind später?
Ich meine, wir können sie natürlich auch einfach im Weltraum lassen, aber unseren Opa. Nein, unseren Opa werden wir nicht hier irgendwie. Hier ist ein. Was? Stoff? Okay, hier liegt einfach Stoff rum. Spawnen hier auch Utensilien im Schiff wieder? Okay. Wir haben unser Inventar voll und hier ist auch voll, ne? Ja, nicht ganz. Okay. Weil ich würde das hier gerne irgendwie loswerden. Das wird jetzt ein bisschen mühselig. Weil die unwichtigen Dinge würde ich irgendwo ablegen wollen. Vielleicht hier eine Ecke oder so. Erstmal. Wohlgemerkt. Wo haben wir sie denn? Weil die können wir ja immer wieder aufheben. Honig. Eine quietschgelbe Substanz, die an Honig erinnert und den Hunger gut stillen kann. Es ist eine beliebte Delikatesse von Schaben, die in diesem klebrigen Zeug in Produktionsstätten massiv unterkommen. Aufbauten erforderlich. Was? Okay, Sachen liegen hier rum. Das ist super praktisch. Dann können wir nämlich die ablegen. Dann mache ich das mal eben. Übertragen. Weil Zeitung, wie viel Platz das einfach wegnimmt, ist halt unglaublich. So, dann ist das nämlich auch weg. Die Blaupause nehmen wir auch mal mit. Obwohl, ich verstehe nicht, dass wir die Blaupause haben, weil normalerweise Blaupause tut er doch. Verstehe ich halt nicht. Ist mir ein Rätsel. So, haben wir jetzt alles? Ja, jetzt sind nur noch Ressourcen hier drin. Wie viel Platz das einfach verbraucht hat. So, würde ich jetzt einfach mal hier fallen lassen. Die Enzyklopädiebücher. Blaupause. Das Bier. Lalalala. Lalala. Warte mal, ich nehme den Kalender nochmal. Kann ich den Kalender eigentlich hier wieder aufhängen? Geht das? Kann ich den? Nee. Kann ich ihn hier hinstellen vielleicht? Hier so. Huch! Bitte was? Nein, sollst du den andersrum hinstellen? Toll! Na toll, das funktioniert ja super! Großartig! Hier vielleicht! Wieso? Warte! Wow! 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 Okay! Ja, fast. Ja, ja, ja. Ja. Perfekt. Lass mal einfach so stehen. So, ich will mal einmal die Blaupause nehmen. Kann ich die Blaupause irgendwie hier benutzen? Hm. Weil normalerweise die wir lernen. Okay. Gut. Ich lese am Tisch, wenn es geht. Ja, das geht. Können wir das Posau hinlegen? Nur mal testen. Hä? Was haben wir jetzt gemacht? Achso. Warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Nein. Nein. Vielleicht so? Ach, weißt du, egal. Ach ja. Ja, so können wir ein bisschen drauf gucken. Vielleicht hole ich mir auch irgendwann hier jemanden rein und so, womit, damit ich nicht mehr so allein hier in meinem kleinen Reich. Schauen wir mal. So, was habe ich denn? Mein Schaber, habe ich meinen Schaber einfach weggeworfen? Nein, so eins. Ich würde gerne noch mal einen herstellen. Nur einfach, was, wie viel brauchen wir denn dafür? Warte mal, ich guck mal eben. Ausrüstung, Werkzeuge. Dreimal Metall, okay, pass auf. 1, 2, 3. Werkzeuge. Handlicher Schaber. So, dann haben wir eine Reserve. Sehr schön. So. Was wollen wir? Wir wollten immer noch nach Kondomen gucken, ne?
Wir haben noch eine Sauerstoffflasche. Und ich wollte da drüben einmal rein. Da gucken wir doch mal. Da sehe ich noch Kabel. Da ist auch noch was da hinten. Oh Gottes Willen. Wie weitläufig das einfach? Ja, läufig ist ja relativ. Also ich will jetzt nicht den unnötigsten Mist halt mitnehmen. Ich meine, die Spielekonsole können wir mitnehmen. Ist interessant. Was ist das hier? A lot of various goods were transported in the cargo holds of the liner unnamed. The Global Funeral Agency rented only a small part of the ship's space in the framework of the advertising company and has nothing to do with these goods. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, benutzen. Ich hab's doch gewusst, dass der Schaber kaputt geht. Seht ihr, und deswegen habe ich extra einen hergestellt. Ja, Sauerstoff, juhu. Können wir gut gebrauchen, weil wir gerade unterwegs sind. Können ein bisschen Kondome gebrauchen. Hallo, hat hier jemand Kondome? Hallo? Kondome! Ich brauche Kondome! So ein Mist aber auch. Achso, Sauerstoff, ne? Benutzen. Verdammt. Wir könnten den übrigens mitnehmen. Wo ist der jetzt da? Den könnten wir theoretischerweise mitnehmen. Dann sind wir nicht mehr so alleine auf der Station. The absence of movement of the nearby debris contradicts the basic laws of physics. Either someone forgot about the use of logic or there's an anomaly formed in the radius of the destroyed core of the liner. Ich frage mich, wie weit man hier rausfliegen kann. Das frage ich mich. Und vor allem bin ich sehr gespannt auf Fahrzeuge, weil es gibt ja auch tatsächlich hier Fahrzeuge. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt drauf. Einfach mal, wir haben dreimal Metall verbraucht. Würde ich jetzt einfach mal dreimal Metall mitnehmen. Wisst ihr was? Wir nehmen den einfach mal mit. Komm mal mit, Herr Kollege. Und, einmal Sauerstoff. Ich nehme den jetzt mit nach Hause, ist mir egal. Wenn ich ihn loslasse, fliegt er dann dahin? Nee, okay. Hui! Unser erster Mitbewohner. Es werden noch viele folgen. So, warte. Den nehme ich mit. Da, Sauerstoff nicht unbegrenzt. Nerv mich. Hallo! Hui! So, junger Mann, wie sieht's aus? Möchtest du dich da hinsetzen? So, warte. Ich muss den irgendwie da hingesetzt kriegen. Ja, das sieht gut aus. Ja, du sollst dich schon richtig hinsetzen. Nein, rutsch doch nicht da runter, mein Freund. Nein. Jetzt mach mal die Füße da drunter. So, ja, jetzt kommst du mit dem Hintern hier hoch. Ja, genau. Nein. Na, so. Jetzt setz dich doch mal vernünftig an den Tisch, Junge. Solange du deine Füße unter meinem Tisch setzt, wird sich hier vernünftig hingesetzt. Hast du mich verstanden? Okay, das ist doch einer von früher. Diese Sprüche. Oh Gott. Ach, was macht meine Maus da? Irgendwie. Ein Fuß hierhin. Ein Kopf dahin. Das ist gar nicht so einfach. Warte mal. Kann mich doch hinsetzen, oder nicht? Oder hinstellen. Ja, ist fast richtig. Er muss die Füße nur runterkriegen. Warte mal. Kann ich mich eigentlich ducken? Ach, ducken kann ich mich nicht. Okay. Warte, warte. Oh, das sieht böse aus. So, warte. Komm mal her. Ja, bleib so. So bleib. Ja. Nein! Nein! Du hast fast richtig gesessen! Ja! Das sieht doch schon mal fast richtig aus, Herr Kollege. Jetzt noch ein bisschen höher. Bisschen höher. Das gibt's doch nicht. Ich würde gerne. Ja. Ich glaube, der rutscht immer runter, kann das sein? Ah, guck mal. Ganz vorsichtig. Ah, nein. Ich nenne ihn Frank.
Ich nenne ihn Frank. Dann bin ich nicht so einsam hier. Hey, Frank! Wie geht es dir? Alles gut bei dir? Alles Chili Vanille, ja? Ja, er wackelt wenigstens noch mit der Hände. Okay. Also alles bestens. Alles gut. Ja, sehr schön. Gut, wir sind immer noch auf der Suche nach Kondomen, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Wir könnten uns noch mal ein... Ja, eine, na, wie heißt es? Eine Sauerstoffkerze herstellen, damit wir noch mal ein bisschen weiterkommen. Einfach so. Wir müssen nämlich jetzt mit diesen Ballons, müssen wir uns, glaube ich, so einen Weg da hinten hinbahnen. Weil mit einem reicht das nicht aus. Das heißt, wir müssen jetzt Stück für Stück uns immer weiter trauen. Und, ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken. Was war denn hier noch gewesen? Hallo? Hier waren Klone und Kabel. Was? Was ist das denn? Armer Kerl. Aus irgendeinem Grund hat es ihm immer viele dieser negativen, was? Nagetiere gegeben. Dieses Gesicht vor allen Dingen. Ob sie wegliefen und sich vermehrten oder ob sie prinzipiell gezüchtet wurden, ich weiß es nicht. Aber ich denke, es gibt immer noch viele von ihnen. Ach, ist der süß. Ich nehme den mit. Gelblich, was, gelblich, was? Da war aber irgendwas mit gelblich. Ihh, und das vom Klo. Ja. Ich nehme Sauerstoff zu mir. Stoff haben wir auch. Ich weiß gar nicht, was wir mit Stoff eigentlich herstellen. Unter Betten stand da, ne? Kriegt man Kondome und so. Bisher habe ich noch keins gefunden. Was ist das denn hier Schönes? Noch können wir ja. Wir haben ja noch einen. Ach, hier ist auch nochmal ein Klo. Boah, Alter! Depressurization may occur in the vicinity of the toilet pump when the waste tanks are damaged externally. It is highly recommended not to sit on it during such moments. Ist das eine Hommage an Terminator? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte eine Hommage an Terminator sein. Wie schön. Okay. Ja, wir haben hier Gefahr wegen Strahlung. Ich glaube, hier von diesen Dingern geht diese Strahlung aus. Ich nehme nochmal einmal den Sauerstoff. Und dann würde ich mich schon mal so langsam wieder Richtung zurückbegeben. Hier ist nochmal ein Kanister. Den würde ich noch einmal mitnehmen. Und das Kabel. Okay, wir haben immer noch kein Kondom gefunden. Das ist sehr schade. Ich weiß auch nicht, wo wir hier noch Betten finden. Vielleicht mal gleich dahin oder dahin. Ach, so Mist. Immer dieser Sauerstoff. Der nervige Sauerstoff. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn der Sauerstoff nicht wäre, ne? Ach ja. Wenn der Sauerstoff nicht wäre. Hey Frank, alles gut bei dir? Ah, der murmelt sich irgendwas zusammen. Was haben wir denn hier? Shawarma. Bis vor kurzem lief sie herum und nagte an der Verkabelung. Was? Keine Ahnung, was man damit machen kann. Wir haben eine Glühbirne, wir haben gelbliches Wasser hergestellt aus gewöhnlichem Wasser durch natürliche Alkisierung über die Nieren. Was? Beschleuniger. Eine komplexe Vorrichtung zur Ausgabe gesammelter Gase, um den Körper in Schwerelosigkeit zu beschleunigen. Ungünstig bei Verwendung auf gesunden Magen. Das stellen wir mal her. Wir können übrigens auch die Taschenlampe herstellen, sehe ich gerade. Momentan brauchen wir sie noch nicht. Stoffrolle. Immer noch derselbe, was? Verbundlappen, aber groß genäht und eine schöne Rolle gelegt. Ah ja, das haben wir jetzt neu. Der Beschleuniger, wie wird der denn jetzt ausgerüstet? Wird der jetzt hier ausgerüstet? Geht das hier? Ah, hier. Ah, guck mal an, jetzt haben wir das hier dran. Okay, ich würde noch mal ein bisschen was einlagern. Am besten das gelbe Wasser. Ich will gar nicht erst wissen, was das ist. Ganz ehrlich gesagt, okay, wir sind hier schon wieder voll mit Ressourcen. Dreimal Metall nehme ich mal mit. Und die Schere lagere ich mal ein. Ach, wir haben den Nager, haben wir auch noch. Warte mal, können wir den Nager hier ablegen? Nein, ich will den, nein! Ich will, dass der, nein, der stand fast gerade.
Nein, es ist da hinten. Komm her. Komm, du kommst zu Frank. Kannst du nicht mal gerade stehen bleiben? Das ist doch nicht wahr. Dann bleibt er jetzt da liegen. So. Dann haben wir den Nager, obwohl... Ja, komm. Vielleicht können wir den auch hier so. Warte mal. Ja, irgendwie... Oh. Nein, Frank, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht... Entschuldigung, Frank. Alles gut. Möchtest du dich lieber hinlegen, Frank, vielleicht? Ist das vielleicht für dich angenehmer? Huch, wenn du dich hinlegst, Frank. Ich werde uns das gemütlich machen hier im Bett, Frank. Ist das für dich okay? Ist das für dich in Ordnung, Frank, ja? Oh, hallo, Frank. Was hast du denn für eine Position? Möchtest du mit mir allein sein heute Abend? Warte, Frank, einen kurzen Moment bitte. Warte. Ich mache uns romantische Musik an, warte. Warte, Frank, warte einen Moment, warte. Hey, Frank, schau mal nach draußen. Ist das nicht atemberaubend da draußen? Guck dir das an. Hä? Was meinst du? Du und ich, wir beiden? Klick, klack und so? Wie er aber auch da sitzt, ist... Oh mein Gott, Frank, was hast du getan? Oh mein Gott. So, was wollte ich gesagt haben? Haben wir den Nager noch hier? Jetzt habe ich die Blaupause aus Versehen mitgenommen. Egal, jetzt lege ich die Blaupause auch hin. So, fertig. Ja, Frank und ich werden uns das jetzt hier gemütlich machen. Hä? Die Musik will irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Ah, weil ich hier, glaube ich, zu nah am Fenster stehe. Da denkt das Spiel, ich bin draußen oder so. Okay, egal. Was wollte ich gesagt haben? Ja, Frank und ich, wir machen uns das jetzt hier gemütlich. Und ihr solltet auf jeden Fall in der nächsten Folge einschalten, wenn wir auf der Suche immer noch nach Kondomen sind. Und ich glaube, ich brauche das mit Frank. Aber wir schauen mal. Frank, du denkst wieder schmutzig. Also hör auf. Hör auf. Lässt es sein? Lässt es sein? Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter hier spannend auf der Station bei Brief Edge. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Also macht's gut. Tschüss.